Nächstes Kapitel hier bei Beyond Two Souls. Mein imaginärer Freund. Und übrigens, im letzten Part haben wir ja gejagt gespielt. Das war nach dieser Mission die Botschaft, die wir wahrscheinlich im Rahmen des CIA durchgeführt haben. Das heißt, vielleicht ging da irgendwas schief oder danach im Zusammenhang irgendwas schief. Okay, und jetzt sehen wir das erste Mal, wie sie mit Aiden zu tun bekommen hat, oder wie? Aiden. Boah, Alter, wie fucking gruselig. Mami! Okay. Wo kommt Aiden denn dann her? Das heißt, sie war eigentlich ein ganz normales Kind, ja? Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Im Hintergrund spielt gerade eine leicht abgewandelte Version von Jody Sweet, oder wie auch immer es ausspricht. Und ich liebe diesen Track, der ist so super. Ich habe den auch lange Zeit irgendwie einfach so nur gehört. Das Lied ist wirklich klasse. Generell der Soundtrack im Spiel ist mega. Ist halt wie ein guter Film einfach. Oh, das Kaminfeuer ist richtig schön, ne? Da kann ich auch einfach jetzt hier hinsetzen und einfach nur im Kamin chillen. Apropos hinsetzen. Perfekt. Oh, Fernsehen. Ja. Warum nicht, ne? Okay, wieder irgendeine Zeichentrickserie oder so, oder Film. Keine Ahnung, ob man das kennt. Mir sagt das jetzt nix. Was auch immer. Okay. Wo ist unser Vater eigentlich? Wir haben bisher immer nur die Mutter gesehen, glaube ich. Den Vater eigentlich nie. Moment, ich würde vielleicht erstmal was Wo anziehen, gehst du oder? Hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Ja, genau. Erstmal sollte man sich dafür schon was anziehen, ne? Warte mal, kann ich mal nach oben gucken? Ist doch mein Zimmer. Da kann ich. Okay. Dann schauen wir doch mal. Scheint ja kurz vor Weihnachten zu sein hier. Habe ich schon die Kontrolle über Aiden bestimmt nicht, ne? Doch! Was? Ich habe von Anfang an jetzt schon die Kontrolle über Aiden? Oh. Und da ist sogar was. Das hole ich mal gerade runter. Einfach nur, weil wir es wahrscheinlich nicht finden sollten, so wie es da liegt. Deswegen... Oh, das war ein Geschenk. Oh, ups. Dann hätte ich das jetzt vielleicht nicht machen sollen. Scheiße. Dammit. Das war jetzt vielleicht nicht so klug. Sorry, kannst du das wieder wegräumen, Aiden? Ich nehme an, dass das nicht geht. Oh, da ist unser Vater. Bitte, Jordi, ich hab zu tun. Hat er Jordi gesagt? Was zum Teufel? Interessanter Monitor-Mount übrigens. Ständerhalterung, was auch immer da hier, ne? Mit den Büchern. Okay. Plattenspieler. Wo war denn das Zimmer jetzt, wo wir gerade den Karton runtergeschmissen haben? Könnten wir hier theoretisch ein bisschen Blödsinn treiben? Oh, könnten wir tatsächlich. Trophäe? Nein, halt auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Aus der Garage? Okay, ja, egal. Ja, mache ich gleich. Ich würde nur ganz kurz jetzt gerne mal diese Kiste hier angucken. Hallo? Ich hoffe jetzt echt, dass das kein Geschenk für Weihnachten nur so sein sollte. Nee, das sind Familienbilder. Das Foto. Ha? Es fühlt sich seltsam an. Als würde es vibrieren. Ha? Fühlst du das auch? Nein. Oh.
Leiten Sie das Echo zu Jodys Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub hat. Tut mir so leid. Ich habe alles versucht. Oh. Hatte sie einen Bruder und der ist gestorben? Oh. Wie sie es ihm hochhält, dass er es wieder wegräumt. Ey, wie niedlich. Wie süß. Oh Mann. Ja klar, auf geht's. Er kann es also wirklich wieder wegräumen. Cool. Warte mal. Ist Aiden dieser Bruder? Vor allem, war dieser Bruder auch älter als sie oder war der jünger? Also hat sie ihn halt sozusagen kennengelernt oder halt eben nicht? Das frage ich mich halt. Weil sie schien den auf dem Bild nicht direkt zu erkennen. Da musste Aiden ja erstmal nachhelfen. Oh, Telefon. Hallo? Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das Wetter ist grauenvoll. All dieser Schnee... Ich hoffe, das hört bald auf. Spielt sie das gerade? Ja, oder? Die Kinder sind so anstrengend, ja, dass sie nicht okay. rausgehen können. Oh, was zum Teufel? Aiden, Schluss damit! Oh. Okay, warum nennt sie ihn eigentlich Aiden? Hat sie sich den Namen ausgedacht oder hat das was zu bedeuten? Wie heißt denn ihr Bruder? Hieß denn ihr Bruder? Das müssen wir mal irgendwie rausfinden, Leute. Okay, hier ist das Badezimmer. Hä? Hallo? Okay, ich kann diesen Punkt da, der da manchmal beim Waschbecken erscheint, irgendwie nicht nutzen. Ah, jetzt. Okay, komisch. Alter! Oh, fuck! Yo! Ey, mach sowas nicht! Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Oh. Fuck! War das jetzt gerade Aiden? Ey, Jodie? Digga, mach das nicht! Hast du das Öl geholt? Ich bin noch dabei. Komme! Oh mein Gott! Ey... Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet bisher, ne? Ich meine, dieses Spiel war bisher Action, es war bisher ruhig, es war bisher niedlich, es war bisher alles eigentlich, aber es war eigentlich nicht Horror. Boah! Einfach so ein Jumpscare reingedrückt, ey. Übel. Fuck, der kommt aus Thumbnail, Bruder. Was war das, ey? War das Aiden? Der Drecksack, ey. Der hat mich gerade richtig destroyed. Ah. Okay. Ja, wo ist denn die Garage eigentlich? In den USA ist ja oft so, dass man vom Haus direkt in die Garage kommt, ne? Ah, das sieht doch gut aus. Ah, ja, das sieht gut aus. Da steht auch die Karre. Ja, genau. Ist eigentlich auch komisch, dass man von dem Haus direkt in die Garage kommt. Ich meine, in den USA ist das irgendwie immer so, aber... Was hat man in Deutschland gar nicht? Warum eigentlich? Naja, Garage ist immer irgendwie kalt und dann... Warum geht eigentlich Licht nicht? Das ist voll Horror hier und das rausrechnen. Dann, wenn wir die junge Jodie spielen. Ey, Aiden, lass die Scheiße, ganz ehrlich. Wenn du jetzt hier irgendwie Bullshit machst, ne, dann ist aber Polen offen, du. Kann man mit dem hier irgendwas machen? So irgendwie Licht an oder so ein Scheiß? Nee, lässt sich nichts machen. Ja, okay, wo finde ich jetzt hier das Öl? Ah, dieser gelbe Kanister da vorne. Ich glaube, das Licht ist sogar und das ist einfach nur super schlecht beleuchtet hier drin. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ja, Olivenöl. Okay. Na dann, ab geht's. Oh, hier ist kalt. Ah, weil Aiden da ist. Dann
sind die Temperaturen immer niedriger. Das hatten wir in diesem Test am Anfang rausgefunden. Was zum Teufel? Okay, einfach schnell wieder raus hier. Okay. Sehr gut. Okay. Dann bringen wir ihr das mal. Aber wenn Aiden doch immer bei ihr ist, müsste das ja eigentlich heißen, dass es um sie herum immer so kalt ist, oder? Oh wow, ich bin jetzt gerade einmal im Kreis gelaufen. Hm. Vor allem, wissen die Eltern davon jetzt schon? Danke, Schätzchen. Kein Ding. Hm. Gut, eigentlich wollten wir rausgehen, im Schnee spielen, ne? Also, dann sollten wir vielleicht Schätzchen. Mal... Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ja, ich rufe, wenn es Essen gibt. Hab ich doch vor. Kann ich mir hier... Ja, ich kann mir was anziehen. Wunderbar. Das ist doch gut. Schön rosa Stiefelchen. Jawohl. Gut verpackt. Ab geht's. Jody, wo willst du denn hin? Da geht's nicht in den Garten. Achso, ich darf nur im Garten spielen. Oh. Hm, na gut. Alles klar. Ich wollte halt mit den Schuhen durchs ganze Haus laufen, ne? Ich hasse das, wenn mein Bruder das immer macht, ne? Schön mit den Schuhen durchs ganze Haus getrampelt, am besten vorher im Garten gewesen. Sauber. Also, danach nicht mehr. Ja. Na gut. Ja, ich sag, diesen billigen Holztüren sehen auch nicht aus, als würden sie irgendwie Kälte abhalten, ne? Aber die Küche ist eigentlich schön, dass man da die ganze Zeit den Blick nach draußen hat, ne? So komplette Fensterfront. Hat was. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Ist egal, oder Aiden? Dir ist nie kalt. Ja, wahrscheinlich ist ihm das egal. Aber hey, vielleicht können wir mit Aiden hier ein bisschen Spaß haben, so ein bisschen den Schnee runterpusten oder sowas. Ja, guck mal einen an. Warte mal. Jo, gut. Ich hätte jetzt eher an den Tisch hier gedacht, dass man da vielleicht den Schnee runterballern kann. Oh, es rennt hier. Ich wollte es nicht kaputt machen, ne? Okay. Ja, mit Rutsch im Garten und so. Ist doch ganz nice. Ah, die Schaukel können wir mal ein bisschen hier. Da, so. Zack. Hm. Ah, Fußball. Auch gut. Ah, spielen da noch andere Kinder? Au, au, das ist geil. Lass das, Aiden. Mir ist nicht nach Spielen. Warum nicht? Ach, guck mal, das könnte doch ganz schön aussehen, wenn man hier den Schnee runterschiebt, oder? Oh, gut, okay. Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Ja, nichts zu überhören. Ah, da, ja, da sind noch andere Kinder. War eine Schneeballschlacht gerade. Au, au, das ist kalt. Ah, ja. Erwischt. Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, das. Ah, ist doch schön. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Das gefällt mir nicht. Mann, oh. Hä? Achso, oh, den rechten Stick. Ich bin so wieder. Ich bin schon wieder absolut. Könntest auch mal helfen, Aiden? Warum muss ich jetzt den Zaun demolieren oder was? Aiden, du bist der Beste. Alter, das Ding ist aber fliegen gegangen, du. Okay. Na dann. Hey Jody, willst du mitspielen? Ja, Mann. Bin am Start. Komm schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesammelt. Okay. Was? Ah, okay. Nein! Oh, verdammt, das war schlecht. Okay. Nimm das. Aua! Okay. Aber wie kann ich mich denn eigentlich verstecken? Kann ich irgendwie A drücken oder so? Nö. Yes! Wieso ist das fies? Der war gut. Oh nein! Ja. Das ging daneben, allerdings. Da hast du. Ich glaube, den habe ich jetzt zum dritten Mal getroffen, den Typen mit der Weste, kann es sein? Mit dieser Daunenjacke. Tut mir voll leid, Alter. Oh, war das ein Treffer oder ging der ans Auto? Weiß nicht genau. Oh, weg hier. Okay. Hey, du kriegst mich nicht.
Da. Puh, das war aber ein Headshot, ey. Okay. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, nein, was für kleiner Wicht. Nein, nein, stopp. Och. Ey. So viel zum Thema mit Spielen, ja? Oder? Mach keinen Stress. Wow, okay, lass das. Reicht. Ey, Aiden. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Denkst du mir, du. Was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Komm mit. Ja, nee, ist klar. Wir gehen heim. Komm, komm mit. Geh jetzt ins Haus. Na, super. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Chill mal ein bisschen. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal gibt es nein. Richtig Ärger. Philipp, nee. Wow. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Also wissen die von Alten. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Naja. Komm, schlaf jetzt, Süße. Wenn es Aiden gibt. Ne? Müssen wir jetzt hier wieder irgendwelchen Blödsinn machen mit Aiden? Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will dir doch keine Angst machen, was soll denn das? Oder kann ich ihr das Licht anmachen? Ah, okay. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen, das... Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern! Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Das ist eure Tochter. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Was zum Teufel? Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht Ah, sowas. Sie adoptiert? Nicht sowas. Ach du Scheiße. Ja, danke dafür, Alter. Wow. Man ist das gar nicht ihr Bruder gewesen. Okay. Dann haben sie wahrscheinlich diesen Jungen verloren und deswegen haben sie dann Jodie adoptiert. Ah. Okay, das heißt, was Jodie kann, hängt auf jeden Fall nicht mit dieser Familie zusammen. Oder mit dem, was ihr passiert ist wahrscheinlich. Aber woher kommt es dann? Und was ist Aiden? Was zur Hölle? Na, machen wir dich dann. Aiden? Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Ja, das will ich doch mal schwer hoffen.
Rosa Plüschhase. Aber vor allem, warum uns? Geht sie davon aus, dass Aiden auch angegriffen wird? Oder was heißt auch, dass Aiden angegriffen wird? Was zur Hölle? Warte, aber ist das nicht Aiden? Claudi! Lass mich! Komm schon! Alles okay? Dann war das nicht Aiden? Was zum Teufel war das dann? Was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Das sind diese Kratzer, die sie da bei dem Gespräch mit Nathan hatte. Bei der DPA. Was zum Teufel? Was ist das denn? Was sind das für Viecher? Was? Keinen Keks gegessen? Ich wollte einen Keks. Was für ein Keks? Manu. Okay. Gut benommen, ja. Achso, wir hätten wahrscheinlich ihrem Adoptivvater Stress machen können und das haben wir nicht gemacht. Okay, das ist gut, ja. Garage rechtzeitig verlassen. Das heißt, wir hätten auch in der Garage schon mit den Monstern Stress kriegen können. Das heißt, das mit dem Spiegel im Bad war dann aber auch nicht Aiden. Das waren dann die Monster, ja? Krass. Alter, was eine Scheiße, ey. Schuhkarton haben wir gefunden, ja. Das haben nicht viele. Okay, cool. Wow. Okay, weiter mit der Kondensator. Nach der Party. Oh, da bin ich mal gespannt, was da passiert ist. Ich hätte ja bei der Party ja so gerne den einen reingewirkt, ey. Ah, das ärgert mich immer noch. Okay. Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Und das vor dir hier, ey. Ich erklär's dir auf der Fahrt. Okay. Mitten in der Nacht irgendwo hin. Die DPA hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Die andere Seite? Ein Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Total geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle was? Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, was? Dass du ihnen hilfst. Und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Ah ja. Sonst geht's euch gut, ja? Warte mal, das heißt, es. What? Das heißt, es ist irgendeine Parallelwelt und die haben da ein Tor zugeöffnet und jetzt kommen diese Wesen und bringen da alle um. Ja klar, super. Mit diesen Wesen hatte ich ja auch schon Stress. Ja, danke für gar nichts, ihr Idioten. Manche Dinge sollte man einfach lassen, auch wenn man sie kann. Wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Wow. Ah ja. Na dann danke, ey. Okay. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst ja. du dir? Ach was. Das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Na super. Und alle sind hier halb tot, ja? Verzeihung, Sie können hier nicht durch. Doch, ich kann hier durch. Geh mir nicht auf den Sack. Entschuldigung. Ja, gern geschehen. Ich bin hier, um euren scheiß Arsch zu retten, ja? Also halt's Maul und lass mich in Ruhe. Das ist ein Albtraum. Allerdings, was zum Teufel? Das ist ja wie ein Kriegsgebiet hier. Was macht sie denn hier? Wir haben alles verrichtet. Wow. Was ist das bloß? Wie sehen Sie heimlich uns etwas? Dieser Strahlung. Strahlung? Ich will da eigentlich ungern drauf gehen, ne? Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst natürlich diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Das sind ja sehr genaue Details. Was mache ich dann da? Existenzen um die Kluft. Sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ah.
keine Sorge. Ich habe nicht vor zu sterben. Ja. Aber die Sache ist, die Existenz, mit der du lebst, die will dich nicht umbringen. Die macht vielleicht mal ein bisschen Scherze oder sowas, aber die bringt dich nicht um. Die anderen hier? Naja. Okay. Alter, das sieht hier aus wie nach einem... Was weiß ich, 9-11, ey. Holy fuck. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ja. Ich sag mal so, wir verlassen uns jetzt einfach mal darauf, dass Aiden uns hier den Arsch rettet, nehme ich an. Weil ich wüsste nicht, wie ich so jemanden wie Aiden aufhalten soll, wenn der mich angreift. Ich sehe die nicht. Und ich habe keine Macht über die. Hat sie ja gesagt, ne? Dass Aiden prinzipiell macht, was er will und nicht, was sie von ihm will. Das heißt, es wäre ist ja nicht so, als könnte sie irgendwie mit Telepathie oder sowas einfach diese Wesen steuern. Ganz im Gegenteil. Sie hat keinerlei Einfluss darauf, was die machen. Bin ich jetzt gerade einmal im Kreis gelaufen? Ich glaube schon. Kann ich irgendwie rennen? Ne, ich glaube nicht. Nö, irgendwie nicht. Okay, toll. Ja, ich bin echt einfach im Kreis gelaufen. Wow. Ja gut, der hat mir doch nicht gesagt, wo ich lang soll, weißt du? So, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich muss zu irgendeinem Kontrollraum und muss da irgendein Portal oder irgendeinen Kondensator oder sowas ausschalten. Ja. Da unten, Laboratories, Restricted Area. Ja, habe ich irgendeinen Zugangscode oder sowas? Wie soll ich da reinkommen? Oder ist das mittlerweile eher alles aufgebrochen? Scheiß mit, weil er das aufgebrochen. Wobei eigentlich, wenn die eine gescheite Notanlage haben, müsste in dem Moment, in dem sowas passiert, alles abgeriegelt werden. Ich meine, wenn die schon an sowas forschen, dann müssten die doch wohl ein System haben, was dann zur Not wirklich alles dicht macht in diesem Gebäude. Zumindest die gesamte untere Ebene. Der Aufzug steckt fest, ja super. Weiß ich nicht. Nach unten bewegen, ja, okay. Hallo? Erstmal nach unten bewegen funktioniert irgendwie nicht. Warum auch immer. Ah, okay, ich muss den Stick dann auch noch bewegen. Okay. Fängt der denn der Aufzug? Ah, okay. Weg damit. Sehr gut. Okay. Kommt der? Ja. Okay. Ja, schön auch, ne, die ganze Gebäude hier ist am Brennen und sowas und wir gehen erstmal in den Aufzug, naja. Vielleicht sollte man unter diesem Umständen die Treppe nehmen, oder? Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es eine Treppe gibt. Ja, was guckt sie denn? Kann sie diese Existenzen sehen? Ja gut, im Badezimmer vorhin, ne, da haben wir ja auch im Spiegel irgendwie kurz was gesehen. Oh. Also von daher unter gewissen Bedingungen, vielleicht nur wenn sie es wollen und sowas, kann man die wohl schon sehen. Aber Aiden haben wir noch nie gesehen, oder? Sie malt Aiden zwar immer so als so ein schwarzes Wesen, was irgendwie um sie rumfliegt, aber prinzipiell hat sie ihn, glaube ich, nicht gesehen. Noch nie. Vielleicht können wir ihm seinen Ausweis nehmen. Ah, wir können wieder mit diesen Erinnerungen spielen. Also, was er spielen, aber das halt, ne, gucken, was da passiert ist. So. Oder? Na, reicht das? Ja, okay. Okay. Ja, der... Ah, okay, der wurde mit dem Koffer erschlagen. Hat auch den Fehler gemacht, den Aufzug zu nehmen. Ich sag's dir, bei sowas nimmt man lieber die Treppe. Okay. Sind wir schon unten? Oder müssen wir erst noch... Ah, wir müssen erst noch, okay. Jetzt die Frage, ob mich der Aufzug da einfach so hinfährt. Ja, scheinbar. Okay. Normalerweise müsste jetzt eigentlich eine Schlüsselkarte oder sowas abfragen, wenn ich in eine Restricted Area will. Alles andere wäre irgendwie blöd. Aber gut. Vielleicht habe ich ja die Schlüsselkarte von dem Typen oder so. Okay. Gut, wenn wir Glück haben, sind die nur auf dieser Ebene hier. Oh, das ist wohl einer von der Rettungsmannschaft, wenn ich mal raten dürfte, ja. Oh. Nur noch mehr Tod. Alter. Heilige Scheiße, ey.
die Sache ist, da bringt sie auch keine Waffe und sowas was, ne? Ich glaube, bestenfalls können wir uns hier wirklich auf Aiden verlassen. Das war's eigentlich. Mehr können wir hier nicht machen. Okay. Was ist das in der Wand? Da sind das irgendwelche Sensoren oder so? Oder ist das so eine Art Selbstschussanlage? Ach nee, ist wahrscheinlich so eine Dekontaminierungszentrale, Raum, was auch immer. Hä? Der ist doch gerade aufgestanden. Ich kann nur mit Aiden nichts mit dem machen. Scheiße, ey, mach keinen Scheiß. Okay. Alter Vater. Da geht ja ordentlich die Party ab da drin. Okay, komm, mach mal auf. Junge! Ey, jetzt wird es echt zu einem Horrorspiel. Scheiße, Bruder, was ist da los? By the way, ist das Spiel auf FSK 16, USK 16. Habe ich am Anfang nicht erwähnt, aber naja. The more you know. Da, ist das so eine Schaltzentrale hier? Nein. Ah, ja, okay. Weiter. Springt da ein Lager haben die auch nicht, oder wie? So, was ist das denn für ein Scheißgebäude? Ich fühle es auch. Sie sind hier. Okay. Bleib dicht bei mir, okay? Eine Atemschutzmaske wäre mal was gewesen, oder? So, ich hoffe, du bist tot. Also, im Sinne von, kommt nicht wieder und nervt mich. Weil wenn wir es jetzt ja auch noch mit Zombies zu tun kriegen, dann wird es aber ganz unangenehm. Also, ehrlich. Oha. Okay, wenn sie angreifen, sieht man diese Existenzen. Da war so ein schwarzer Schatten gerade. Okay. Alter, fuck, kann ich da einfach rein? Ey, ich krieg doch eine Rauchvergiftung, ey. Na komm. Hä? Was? Ich wollte eigentlich mit der Leiche da die mir angucken, was da passiert ist. Na, da brauche ich einen. So Server können scheiße schwer sein, das glaubst du gar nicht, ey. Ich habe so ein paar schon durch die Gegend getragen. Und alter Vater, wenn da noch eine USV drin ist und Stromversorgung und das sieht so aus da unten, dann Halleluja. So, jetzt schauen wir uns erstmal den da an. Weil diese USVs sind nämlich arsch fucking schwer. Jedenfalls, wenn die Batterien da schon drin sind. Oh. Okay. So. Ja. Ja, so. Alter. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass Aiden die besiegen kann. Ansonsten haben wir ein fucking Problem, du. Gut. Aiden kann mit dem Schrank hier ein bisschen was machen. Jawohl. Aber wo will ich denn eigentlich hin? In den Deckenschacht da, ja? Hallo? Da. Hä? Kamera? Da hoch, ja. Hä? Ach, ich muss es gedrückt halten. Oh. Ja, komm, geh hoch. Hey. Nein, andere Richtung. Hä? Ach, komm schon. Hallo? Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr hoch? Kann ich den auch noch rumschmeißen? Ja, das kannst du bestimmt nicht. Da muss wieder Aiden ran. Ja, ja, nee, nee, ist klar. Da muss Aiden ran. Okay, komm. Ja, da oben. Da oben, da oben. Und da können wir wahrscheinlich den Deckenschacht aufmachen. Ja, perfekt. Dann gehen wir da rein durch den Lüftungsschacht. Aber warum nehmen wir nicht den vorgefertigten Weg? Ach, der ist zu. Da hinten ging es wahrscheinlich lang und da ist die ganze Scheiße. Ja, ja, okay. Alles klar, schon verstanden. Gut. Rein da. Schön, Hitze und Rauch steigt nach oben. Also lassen wir uns hier oben einfach schön rosten und räuchern, würde ich mal sagen, weil rösten. Dann hält's auch länger, ne? Ich meine, geräuchert hält länger und so weiter. Wow. Die Situation wird brenzlig, der Humor wird kritisch. Alles klar. Super.
Scheiße, hier waren ja noch Überlebende. Bitte nur nicht auf Waren. Scheiße, hier ist so ein Vieh. Kann ich es mit Aiden vielleicht sehen? Weil Aiden dürfte ja auch aus dieser Welt kommen, oder? Vielleicht kann der die sehen. Nee. Nicht wirklich. Okay, dann schauen wir uns erstmal die Leiche da an, was mit der passiert ist. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber wir machen es einfach mal. Weil desto mehr Informationen wir hierüber haben, desto besser. Reicht das so schon? Nee, warte mal, wir tauschen das mal ein bisschen. So, ja. Besser. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines temporären Brust. Aha, super. Die haben noch nicht mal ganz fertig geplant, was sie da eigentlich machen. Da haben sie schon alles verkackt. Klasse. Dass die aber auch nie blicken, was für eine gefährliche Scheiße sie da eigentlich machen, ne? Okay, da brennt überall, da kann ich nicht lang. Alter, hier ist so viel Rauch, ey. Ganz ehrlich, wenn wir hier nicht schnell rauskommen, haben wir ein fucking Problem. Dann ist nämlich eh Schicht im Schacht. Dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr über die Existenzen machen, weil dann sind wir nämlich einfach tot wegen Rauchvergiftung. Los, gehen wir. Schicht im Schacht. Okay. Ich meine, ich sag, bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich lieber dran sterben möchte. Rauchvergiftung oder die Existenzen. Das ist beides nicht so angenehm, glaube ich. Okay. Was mit dir passiert? Lass mich raten, der wurde auch einfach irgendwie durch die Gegend geschleudert. Na? Okay. Ich schaffe es nicht mehr. Ruhig bleiben. Oh ja. Ihr könnt nicht auf die schießen, Jungs. Oh, da hinten ist noch einer von den Rettungsleuten. Hier ist auch so ein Achtung Atom-Scheißdreckzeichen. Achtung Strahlung. Auch nicht so geil jetzt, ne? Rauchvergiftung, verstrahlt, verbrannt und dann noch die Existenzen. G-fucking-G, Alter. Schreib mal das alles auf den Grabstein, ey. So viel Platz hast du gar nicht. Auf einem verdammten Stein. Aber was sind das für Viecher und was wollen die eigentlich? Also die Menschen haben probiert eine... Ach, DPA, das ist ja von unserem Unternehmen da, von dem Ding, wo wir herkommen. Das heißt, das ist derselbe Laden sozusagen. Oh Mann, Idioten. Dann müssten die doch eigentlich wissen, wie gefährlich diese Wesen sein können, oder? Na, warte mal, wo ich eigentlich lang? Schauen wir jetzt ganz kurz mit Aiden, ob ich hier was machen kann, aber... Ah, okay. Da geht irgendwas. Ja, wow. Das wird mir wahrscheinlich das Leben retten. Danke. Hä? Was mit diesen scheiß Automaten, bitte? Was soll mir das bringen? Hä? Was? WTF? Das hilft mir jetzt auch nicht so viel, glaube ich. Nee. Okay. Ich blicke gerade nicht ganz, wo ich lang muss, Leute. Muss ich wieder zurück da rein? Scheint fast so, weil dann da vorne ist alles voll mit Feuer. Da ist auch alles voll mit Feuer. Das heißt, eigentlich muss ich dann wohl wieder da rein, aber... Ne, dahin kann ich nicht zurück. Hä? Wait a minute. Ach, der Feuerlöscher! Dieser Tulp hat doch den Feuerlöscher dabei gehabt, oder? Vielleicht kann ich mir den holen. Wo ist denn der? Der hatte doch einen Feuerlöscher dabei. Wo ist denn der gelandet? Der ist irgendwo hinweggeflogen. Aber wohin? Das wäre jetzt jedenfalls so die einzige Idee, die ich gerade hätte. Ah!
Ah. Aha, siehst du? Hatte ich doch richtig gedacht. Boah, bin ich gut. Boah, bin ich gut, ey. Ja, lecko mio. Ein bisschen weiter jetzt noch gehen können, so ist es immer noch ziemlich nah am Feuer. Und wenn das Ding da die ganze Zeit drin lag, ist das auch schön heiß mittlerweile. Aber gut. Okay, komm. Ja. Ich bin einfach gut, ey. Direkt kombiniert. Okay, geht's. Gib ihm. Okay. Ah, leer ist er auch direkt, oder wie? Hm, super. Also gut, hier runterkommen und reinkommen ist ja das eine, ne? Aber nachher wieder rauskommen ist das andere. Geh weg! Ich hab keinen Bock, auch umzufackeln. Alter. Na, danke dafür. Kann ich auch gucken, was dem passiert ist, oder ist das... Ist das klar? Ne, das ist klar, okay. Evacuation, ja, super. Ihr wisst ja, Leute, wenn irgendwie alle einem entgegenkommen und man der Einzige ist, der in die andere Richtung geht, dann heißt das entweder, dass man etwas weiß, was die anderen nicht wissen, oder dass man sackendumm ist. Und naja, in diesem Fall könnte es tatsächlich beides sein. Oh, aua. Nicht so gut. Ein bisschen besser aufpassen. Oh, wo? Hier lebt noch einer, oder? Hä, wo denn? Da! Der lebt noch, der ist nicht mal verletzt, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Ja, tatsächlich. Ist gut. Ich bin Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Ja. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Ja. Die Dinger werden dich töten! Nein. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Ja. Oh nein. Sterb, du Miststück! Sterb! Wow! Nein, nach unten! Oh Mann, nicht schon wieder solche Szenen, ey! Ich kann das nicht! Warum wollen die mich umbringen? Ich meine, der hat ja gerade extra mich angesprochen. Das heißt, die bringen mich ja nicht einfach um, um mich umzubringen, sondern die haben da wirklich... Die haben extrem was gegen mich. Oh Gott. Komm schon. Nein! Fuck! Oh! Nein! Anderer Stick! Ich habe wieder einen falschen Stick benutzt. Ich bin so blöd. Jawohl. Ja, Mann. Kann ich nicht einen dazu holen? Nee, irgendwie nicht. Ach, andere Richtung. Come on. Okay. Oh, wieso nicht nach unten? Was? Das sah doch eindeutig noch nach unten aus. Ey, ich kann das so überhaupt nicht, ne? Ich erkenne das einfach nicht. Ich kann das nicht. Okay. Jetzt komm, tritt nach dem oder so. Alter. Fucking hell. Und das ist nur einer, ne? Hier sind noch viel mehr. Das ist nur einer. Damn it. Was? Hä? Da war doch keine Richtung. Was hätte ich machen sollen? Hä? Das habe ich jetzt nicht geblickt. Das habe ich geblickt. Okay. Oh Gott. Ja, aber der hat mich gerade eben extra noch angesprochen. Das heißt, die haben wirklich... ein sehr starkes Interesse daran, dass ausgerechnet ich sterbe. Alle anderen haben die einfach nur umgebracht, aber mich haben die extra angesprochen. Wahrscheinlich, weil ich die Verbindung zu Aiden habe, oder? Wahrscheinlich. Scheiße, ey. Ich stecke immer viel zu viel ein bei diesen blöden Quicktime-Events, aber ich krieg's einfach nicht gebacken. Das ist... Boah. Das ist viel zu scheiße schwer, ey. Ja, toll. Haha. Scherz kriegst du. Wow. Ja, die sind effektiv. Das muss man ihnen lassen.
Das muss man ihnen wirklich lassen. Die sind verdammt effektiv. Okay. Ja, aber wenn die wussten, dass Existenzen durch Materie durch können und sowas, ne? Warum haben die es dann gemacht? Dann war doch klar, dass sie die unmöglich da drinnen behalten können. Egal, wo sie beschwören, sage ich mal. Oder wo sie dieses Portal... Hä? Hallo? Geh doch da durch. WTF? Oh. Oder wo sie dieses Portal aufmachen. Sie werden da ja raus können. Bleib bei mir, okay? Ja, bin da. Nehme ich an. Okay, hier gibt's einen, der Stress will. Aber auch Aiden sieht die nicht, ne? Selbst Aiden kann die nicht sehen, obwohl die aus derselben Welt stammen eigentlich, oder? Und da gibt's zwischen Aiden und den Existenzen nochmal einen Unterschied. Naja, toll. Wow! Alter! Ihr habt doch ein scheiß Problem! Fuck! Ey, leck mich fett. Aiden, kannst du mal ein bisschen nachhelfen? Scheiße! Oh. Komm schon. Nee, Aiden kann da auch nichts machen. Alter! Okay, da kann aber was machen, nehme ich an. Ist das eine Kühlkammer? Sieht aus, als wäre die Wand da eingefroren, oder? Ja. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Biohazard, ja super. Vielen Dank für gar nichts, ey. Und ich bin hier ohne Schutzausrüstung. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Aha. Ja, möglicherweise. Kann ich die alle noch untersuchen oder geht das nicht, weil die eingefroren sind? Nee, es geht nicht. Bei denen ist der Tod wahrscheinlich auch klar. Die wurden halt einfach irgendwie hier eingesperrt und sind erfroren. Okay, kann ich hier rein? Das sieht doch irgendwie interessant aus hier, oder? Nein? Ich dachte... Vielleicht irgendwas vereiden oder so? Nein. 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 Okay. Dann nicht. Okay. Dann schnell hier durch, bevor ich hier erfroren bin oder an irgendwelcher Strahlung verrecke. Irgendwie gibt es mir hier ein paar zu viele Todesszenarien, ganz ehrlich. Erfroren, verbrannt, erstickt, erschlagen von irgendwelchen übernatürlichen Wesen. Verstrahlt. Also so langsam an Glas aufgespießt. Hier gibt es einfach ein paar viele Todesmöglichkeiten. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ja, ja und? Was ist jetzt? Wer von dir hat jetzt eine Karte? Wie finde ich das jetzt raus? Hast du eine? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Hä, hey, oder muss Aiden das machen? Nö. Okay, weil irgendwie sehe ich gerade... Das ist locker eh der letzte oder so. Ah, der hier. Nee, auch nicht. Hä, hey, aber... Da vorne war doch keiner mehr. Hä, hey, bin ich dumm? Warte mal, was? Also ich, bei dem da vorne konnte ich auch A drücken, aber dann ist nichts passiert, als ich es gemacht habe. Du nicht? Du auch nicht? Bei dem hier war das, wo ich auch A drücken konnte, oder? Nee, bei dem in der Ecke. Okay, warte, dann gehe ich nur zu dir. Nee. Hä? Was zur Hölle? Ach, warte mal, da drin in dem Raum lagen noch welche, vielleicht einer von denen. Ja, das kann sein. Das kann sein. Du? Nein, okay. Dann halt nicht. Der da vielleicht? Liegt da so auf dem Präsentierteller? Nee, auch nicht. Mensch, keiner von denen hat eine Zugangskarte? Was machen die alle hier unten, ey? Gibt's doch überhaupt nicht.
Wofür waren die denn hier, wenn die überhaupt keinen Zugang hatten? Oh, komm schon, hier bin ich auf dem Sack. Das ist was Blödes, ey. Ernsthaft? Come on. Ja, natürlich der Hinterste, den man als Letztes durchsucht. Ja, der hat eine Karte. Ah, okay. Treffer. Ja, sehr gut. Oh, natürlich. Oh, scheiße. Diesmal sind es mehrere. Jetzt habe ich ein fucking Problem. Aiden, können wir vielleicht mal ganz kurz, okay, fuck. Alter. Aiden, kannst du mal bitte... Komm schon. Wir haben noch nicht unsere CIA-Ausbildung, von daher, leck mich am Arsch. Wow. Okay, einfach schnell zu diesem Schloss. Komm schon. Ja. Komm schon! Mach auf die Scheiße! Oh mein Gott, leck mich am Arsch. Leck mich! Verreck. Oh, ich kann dafür sorgen, dass die Existenzen diesen Körper verlassen. Oh, das ist krass. Und es geht sogar ziemlich schnell. Komm schon! Steh auf, verdammt! Das ist gut. Jawohl! Nein! Okay, die Tür geht zu, aber wie komme ich wieder raus? Ja, super, Alter. Okay. Was ist da inside? Panel located inside. Okay, da muss ich hin, eine Steuerkonsole. Okay. Was haben die da? Oh mein Gott, da sind die Existenzen. Was haben die denn da gemacht? Sind die doof, ey? Heilige Scheiße. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie dieses Portal abstellen. Oh fuck. Tatsächlich. Ein Portal zur anderen Seite. Ja, super. Ja. Ja? Reicht das schon? Natürlich nicht. Oh, leck mich doch. Scheiße. War ja wieder klar. Das Mistding geht nicht. Wäre ja auch zu fucking einfach gewesen. Nein. Welcher Idiot baut da oben die Backup-Konsole hin? Welcher dämliche Idiot hat das denn designt? Oh mein Gott. Also wer auch immer hier Architekt gespielt hat, ne? Den würde ich aber ganz dringend feuern. Warum tut man das? Wenn da drinnen alles eskaliert und hier die Konsole nicht funktioniert, ist da drinnen vorbei, dann ist vorbei, so weißt du, dann kannst du nichts mehr machen. Da hat irgendjemand überhaupt nicht nachgedacht. Die Backup-Konsole... Oh Mann. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Ja, nee, weiß ich nicht. Vielleicht. Die Backup-Konsole muss doch irgendwo sein, wo man auf jeden Fall Zugriff drauf hat. Okay, das heißt, ich muss jetzt zu einem wechseln, oder wie? Nee. Okay. Oh ja, super. So viel zum Thema, ich renne. Haha. Kleiner Scherz am Rande. Okay. Ja, toll. Flattern auch noch. Ganz toll. Lass mich raten. Jetzt muss ich einen spielen, oder? Nein. Okay. Scheiße! Ich kann nicht zu einem wechseln. Warum nicht? Ah, okay. Kann ich... Warte, okay. Ja. Okay, komm. Verpiss dich, Alter. Nein, du kommst nicht her. Nein, du kommst nicht her. Hä? Ach, den muss ich jetzt auseinanderziehen oder was? Nee, hä? Was muss ich... Ah! Ach so, okay. Den muss ich nach unten ziehen. Wo ist der nächste? Da. Den muss ich wieder zusammendrücken. Hau ab. Verpiss dich in deine eigene Welt. Okay. Sehr gut. Okay, weiter, weiter, weiter. Komm schon. Oh nein, die Leiter ist kaputt. Das sehe ich doch jetzt schon, oder? Nicht dein Ernst. Oh, Mann. Oh, was? Ach so, ich dachte, ich muss Y drücken, weil ich die Existenz da hinten gesehen habe. Oh nein. Hau ab. Verpiss dich, Junge.
Oh Mann, wenn ich dem Ding ausgewichen wäre, wäre das dann besser gewesen? Wahrscheinlich schon, ne? Dann wäre ich jetzt nicht da am Boden, ja klar. Nein, 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 nein. Okay, aber die Existenzen hier kann man sehen. Kann man dann Aiden vielleicht manchmal auch sehen? Oh nein. Aiden, hol mal runter das Ding. Aiden, los! Komm schon. Jawohl. Hoch da, hoch da. Oh scheiße. Komm schon. Die Sache ist, sobald das Portal da geschlossen ist, sind dann die Existenzen auch weg oder bleiben die dann einfach hier in unserer Welt? Weil dann haben wir echt ein Kackproblem. Dann ist halt die Frage, ob Aiden die theoretisch vernichten kann oder ob er sie nur leicht aufhalten kann. Aber wenn er sie nicht vernichten kann, dann werden wir nicht mehr los. Hä, wo muss ich denn lang? Oh mein Gott, als ob. Nicht dein Ernst. Ach, leck mich doch, Alter. Sind wir hier bei Mission Impossible oder was, ey? Oh nein. Nein, 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 nein. Ganz bestimmt nicht. Hau ab. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich vernichtet oder ob er sie nur auffällt. Ich glaube, er hält sie nur auf, weil es sind so viele. Hm. Komm weiter. Okay. Links, links, links. Hoch. Oh Mann, wie hoch ist das denn? Weißt du, anstatt dass die es auch noch ganz unten schon auf dem Boden bauen. Nein, die bauen das ganz oben nur direkt unter die Decke. So, wie dumm ist das denn? Da kommt man halt wirklich in keine Situation schnell dran. Keine Ahnung, der Laden brennt, du bist am Arsch. Sowas passiert, du bist am Arsch. Oh mein Gott, ich hätte was drücken müssen. Ha. Ich sollte weniger reden und mehr drücken. Aiden. Hau ab. Okay. Nein, 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 nein. Hey, komm schon. Komm schon. Hä? Hey, hau ab. Okay. Komm schon. Nein, 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 nein. Okay. Ey, hier sind so viele Verwirbelungen und Effekte und ich sehe gar nicht mehr, wo ich bin, ey. Noch einer. Okay. Noch einer. Digga, wie viele? Verdammte Scheiße. Haut dahin ab, wo ihr hergekommen seid. Control Room 2 activated. Ja, super. Ganz toll. Wie gesagt, also der Arsch, der das dahin gebaut hat, den würde ich feuern, sobald wir hier raus sind, ey. Wenn wir hier noch rauskommen. Ich meine, wir müssen den Weg auch wieder zurück, theoretisch. Okay. Oh, ja, klar! Oh, komm weiter, weiter, weiter. Nein! Oh, ich kann durch die durchlaufen. Okay. Der Nebel. Komm schon. Ja. Das funktioniert nicht, oder? Doch. Fuck. Yo! Aiden, kannst du mich vielleicht mal festhalten? Ist das drin? Oh, fucking hell. Gut, ich nehme an, wir haben da gerade ein Multimilliarden-Dollar-Projekt in die Luft gejagt, aber ich meine, who cares? Aber die Existenzen sind weg, oder? Scheint so, ja. Aiden? Stimmt, ist Aiden jetzt auch weg? Nee, kann nicht sein. Wir haben ja schon Szenen gehabt, die später Aiden, gespielt haben, wo er noch da war. Das heißt, er kann jetzt nicht auch weg sein. Oder? Und da ist er nur später irgendwie wiedergekommen dann. Krass. Ah, doch, okay. Er ist noch da. Ich dachte, du wärst weg. Okay.
Jody. Ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Ihr hättet sowas einfach niemals forschen dürfen, ihr Idioten. Dass sie das wieder tun? Ja, Mann. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Wie kommt man überhaupt auf so eine dumme Idee? Wow. Alter, das war auch ein langes Kapitel, ey. Jetzt ist der Part natürlich mal absolut viel zu lang. Einfach eine Stunde lang. Holy fuck. Und bei dem Spiel kann ich logischerweise auch nichts rausschneiden. Aber will ich auch gar nicht. Holy fuck. Okay. Leichen zum Channeling übersehen. Was? Wie jetzt Leichen übersehen? Ach, komm schon. Besessenen Wissenschaftler umgebracht. Hätte man den nicht umbringen müssen? Wahrscheinlich, wenn man sich verprügeln lässt und nicht kontert sozusagen, nicht zum Gegenangriff übergeht. Weil ich habe eigentlich probiert, währenddessen zu Aiden zu wechseln und das ging nicht. Also das ist keine Möglichkeit gewesen. Okay. Den Kondensator haben wir ausgeschaltet. Es gab eine Möglichkeit, den nicht auszuschalten. Was? Hä, aber wenn du ihn nicht ausschaltest, dann bleibt doch das Portal und die Existenzen. What? Krass, Alter. Ja. Gibt viel Diskussionsraum, dieses Kapitel. Ne? Sollten Menschen in so einem Scheißdreck forschen, den sie gar nicht ganz verstehen? Weil es kann natürlich so wie jetzt hier eben unendlich nach hinten losgehen. Vielleicht hat man dann was entdeckt, vielleicht hat man einen Weg dahin gefunden. Vielleicht kann man es aber halt einfach absolut nicht kontrollieren. Und wenn dieses Etwas, was man da gefunden hat, einen halt irgendwie vielleicht nicht so freundlich gesinnt ist, wie man gehofft hatte. Naja. Dann kannst du entweder hoffen, dass es einen Menschen gibt, der das Zeug versteht und kontrollieren kann. Oder du hast gerade die gesamte Menschheit gefickt. Also, ja. Können wir gerne in den Kommentaren weiter darüber diskutieren. Aber nur, wenn ihr auch einen Daumen hoch da lasst, Leute. Ansonsten, Abo da lassen. Nächstes Mal wieder einschalten. Morgen geht's weiter. Bis dann und ciao.